Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute bin ich zusammen mit dem Ben und mit Marvin, der draußen auf uns wartet, weil er hier schon war, in einem verlassenen Wohnhaus. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Ja, wir sind im hinteren Bereich des Hauses, also quasi die Hintertür, die man hier schön sieht. Dazu gibt es noch eine Toilette und den ersten Schrank. Und dieser erste Schrank, ihr seht es gerade, der ist noch voll mit Zeug. Also beispielsweise mit Reinigern, einem Aufladegerät für eine Bosch-Maschine, aber auch einem Verbandskasten und Schuhe. Dann gibt es hier eine Toilette, zumindest steht es drauf. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Und ja, es ist so ein kleines Gästeörtchen. Interessanterweise wieder gleich mit einem Kalender. Auf sowas gucke ich natürlich immer gleich. Denn man verfährt durch den Kalender natürlich in etwa, wann das Ganze hier verlassen wurde. In dem Fall sehe ich hier das Jahr 2014. Und da ist ja so gar ein Vermerk drin. Ja, seht ihr das? Willi plus Gabi, Geburtstag am 12. Ansonsten ist dieses kleine Örtchen sehr ekelhaft. Also nicht nur wegen der Spinnenweben, die hier sind, und auch nicht wegen dem Klo, was hier unten ist, was ich euch gar nicht erst zeigen möchte, sondern vor allen Dingen wegen dieser ganzen Fliegen, die hier quasi gerade still sitzen und auf ihren Einsatz warten. Also ich weiß nicht, ihr seht das bestimmt hier, da krabbelt einer, da hinten an dem Fenster. Ich mache hier mal lieber wieder zu, bevor uns die Jungs jetzt den Rest des Videos auf die Nerven gehen. Ansonsten gibt es hier im hinteren Teil auch noch die Heizung oder so eine Art Badebereich, Badezimmerbereich, ja, seltsame Dusche in dem Fall, eine Dusche mit Holzverkleidung, jede Menge Spinnenweben, okay, auch wie im Klo schon. Interessanterweise ist hier wiederum alles noch da, auch wie im Schrank. Was sehen wir hier? Hauptsächlich Sachen für die Dame, Make-up, Lippenstift etc. pp. Mit solchem Zeug kenne ich mich nicht aus, naturgemäß wohl. Von daher, ja, kann ich euch dazu nicht so viel sagen. Von der Dusche zurück, ich habe hier eben gerade schon mal reingeschaut, geht es hier ins Wohnzimmer rein. Und das Wohnzimmer, das sieht ja aus, das sieht aus, also, mir fehlen die Worte. Komplett zerwühlt, komplett auf links gedreht. Das sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja gut, auf solche Sachen haben es dann vielleicht irgendwelche Vandalen oder eher Diebe abgesehen. Einbrecher vielmehr. Ein Safe leer, ja, natürlich leer. Und alles weitere, ja, ihr habt es eben gerade schon gesehen, aus den Schränken rausgerissen, rumgeschmissen und im Endeffekt zerstört. Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt gerade auch nicht unbedingt gut, dass ich jetzt hier auf diesen ganzen Sachen stehe. Wobei die Frage ist, das Haus steht auch schon ein bisschen länger so leer, ob sich derjenige überhaupt noch daran stören würde. Interessanterweise, ich zeige das jetzt nicht im Detail, weil ich sonst sowieso wieder pixeln müsste, sind hier auch noch einige Unterlagen, Briefe und solche Geschichten, die man eigentlich öffnen müsste. Also ein ganz furchtbarer Zustand, wirklich. Also ich habe ja schon viel an Verwüstung gesehen, auch in Wohnhäusern. Und dass, ich weiß nicht, Angehörige, die Sachen ihrer Verwandten oder ihrer, weiß ich nicht, Kinder, Eltern und so weiter einfach zurücklassen, sich nicht darum kümmern. Ich habe auch gesehen, dass ja, irgendjemand solchen Sachen überhaupt gar keinen Respekt entgegenbringt und das wirklich also noch mehr zerwühlt, noch mehr kaputt macht. Aber dass das so bleibt und so offen hier rumliegt, schwierig vorzustellen. Naja, es geht auch weiterhin so weiter. Ich stehe jetzt hier gerade im Begriff, euch die Küche zu zeigen, die auch noch komplett eingerichtet ist. Aber zunächst einmal wieder hier ein kompletter Haufen mit Sachen. Solchen Sachen. Also erstmal wieder jede Menge, ich sag mal Müll, zumindest nicht so wirklich zuordnenbar. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Da hinten sind wieder irgendwelche, ja, Schriftstücke, Formulare, Post. Hier haben wir noch Post, da ist irgendwas mit Rentenversicherung. Ich zeige das gar nicht erst wirklich. Dann haben wir hier unten noch Lego. Also es muss ja auch wirklich ein Kind mal noch mit involviert gewesen sein.
So, was ist das hier? Ein Weihnachtsengel? Mich würde es nicht wundern. Ich bin ja sowieso mehr oder weniger der Ansicht, dass das Weihnachten das Fest des Todes ist. Weil ich quasi in jedem Hotel, Klinik oder irgendwas immer Weihnachtsdekoration finde. Das ist irgendwas, was sich durch meinen Kanal wie ein roter Faden durchzieht. Aber genug damit. Jetzt geht's um die Küche. Und ja, ich sagte euch ja schon, die Küche ist noch komplett eingerichtet. Ihr seht das gerade mal so im groben Überblick. Also eine Einbauküche. Eine Einbauküche ist es. Ein bisschen, ja, ein Bild da oben. Ich glaube, was Ähnliches habe ich, ein ähnliches Motiv habe ich bei meinen Eltern irgendwann mal gesehen vor Jahren. Und ja, Mikrowelle, Herd ist alles noch am Start. Ja, nicht nur das, sondern auch noch Gewürze. Küchengeräte habt ihr schon gesehen. Hier eine Fritteuse, dahinter ein Toaster. Dann, ja, ein Mixer, Kochlöffel. Alles noch. Ich muss leider so ein bisschen aufs Tempo drücken, weil die anderen alle draußen sind und warten. Dankenswerterweise lassen sie mich in Ruhe filmen. Dann ist es auch ruhiger und ich kann euch in Ruhe eher was zeigen. Was hier wieder mal wirklich auffällig ist, wir hatten den Kalender vorhin gesehen, da stand, wenn ich mich recht entsinne, 2014 dran. Da frage ich mich ganz ehrlich wieder, wie das wieder sein kann, dass wir hier ein Gewürz, ja, es ist ein Gewürz mit einem D-Mark-Preis haben. Das ist wieder ganz seltsam. Einfach furchtbar. Fällt mir nicht mehr zu ein. Ja, also, nächste Etage, erste Etage. Mal gucken. So, einmal die Treppe hoch. Oh. Gerade den Kopf noch eingehauen. Wunderbar. So, erste Etage, obere Etage. Oh, guckt euch das mal an. Da wäre ich noch fast reingelaufen. Meine Güte. Also ganz ehrlich, das ist der größte Spinnenwebenteppich, den ich bisher gesehen habe. Ernsthaft. Selbst in meinem sogenannten Haus der Spinnen, was ich vor ein paar Wochen mal hochgeladen habe, ist das nicht so schlimm gewesen. Das geht von, ihr seht es doch selber auf dem Kamerabild gerade, das geht quasi von dort hinten zur Lampe. Hier haben sie eine halbe Stadt gebaut. Und hier oben über mir bis in die Ecken. Also die waren auf jeden Fall hier sehr fleißig. Davon abgesehen gibt es hier scheint ein altes Bett. So total zerpflücktes Bettgestell liegt da an der Ecke. Dazu gibt es auch noch einen Schuhschrank, wo tatsächlich noch ein paar Damenschuhe drin sind. Alles komplett umgestoßen. In der nächsten Ecke ebenfalls weitere Schuhe, Stiefel. Das ist einfach nur Chaos. Also, ich weiß nicht. Hier neben ist jetzt gleich der nächste Raum. Da habe ich gerade schon reingeguckt, da ist es noch viel schlimmer. Ich hoffe, dass ich euch da überhaupt was zeigen kann. Ja, damit meine ich konkret diesen Zustand hier. Also ich stehe hier quasi an der Tür, ich komme hier gar nicht dran vorbei. Und hier ist wirklich alles komplett durchwühlt, obwohl hier noch alles voll ist mit Sachen. Oh, ich versuche jetzt hier einfach mal irgendwie durchzukommen. Auf nichts zu treten, was mich jetzt konkret verletzen könnte. Oder was jetzt hier irgendwas zerstört, denn das möchte ich nicht. Ich finde es sowieso ziemlich krass teilweise, wie viel Zerstörung und wie viel Schaden der ein oder andere in Anführungsstrichen Urbexer produziert, nur um irgendwelche schlampigen Aufnahmen zu machen oder überhaupt Aufnahmen zu machen. Da werden teilweise irgendwelche Schlösser aufgebrochen, irgendwelche Platten abgebaut, nur um irgendwo reinzukommen. Sowas werdet ihr bei mir nicht sehen. Also, ich habe mir hier einen kleinen Aussichtsplatz erkämpft und kann euch jetzt hier mal so ein bisschen was zeigen oder einfach mal einen Schwenk machen. Im Allgemeinen kann man sagen, da haben wir Teile einer Modelleisenbahn. Ich würde sagen, Spurweite H0. Ja, sieht zumindest danach aus. Dann ein Schreibtisch, wobei der Schreibtisch für mich eher aussieht wie so eine Art Arbeitstisch für Experimente, Modelleisenbahn, Hobbyzimmer würde man das nennen. Da hinten ist die Verpackung von dem Dartspiel, was dort hängt. Ja, und ansonsten ein paar Unterlagen und ein Karton IPC für einen Computer, für ein Netbook oder sowas ähnliches. Ansonsten jede Menge Unrat, das ist quasi genauso wie im Erdgeschoss. Und weiterhin noch jede Menge Klamotten. Oh.
einen gebückten Schritt zurück zur Treppe, denn die Spinnen leben hier oben. Wenn man sich vor den Spinnen nicht fürchtet, gibt es hier in der Ecke noch mal was Interessantes zu sehen. Das ist so eine Art Malblock oder sowas, oder Zeitschrift. Freizeitrevue, genau, eine Zeitschrift, die nur ausgezeichnet ist in D-Mark. 9,80 Mark. Eine ganz alte Geschichte. Und weiter unten, ich werde es pixeln müssen, aber ich möchte es euch zumindest halbwegs zeigen, ein paar Bilder von einer Dame. Ja, von einer Dame. Einen Herrn sehe ich hierauf gar nicht. Und das nächste besteht darin, ohne Schäden diese Treppe wieder runterzukommen und sich nicht den Kopf einzuschlagen. Ja, oh, jetzt sind das Kameralicht noch voller Spinnenweben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video von diesem kleinen, extremst verwüsteten und vandalierten Haus. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar, ein weiteres Abo. Schaut auch bei Ben vorbei, schaut bei Marvin vorbei. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch gute Zeit. Bis dann. Ciao.